So, los, yeah! Go! Ja, und jetzt Rang 3, komm, hau die den auch gleich weg. Hallo, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Quank Boss. Wir spielen heute wieder PvP. Mein Luciel ist jetzt komplett super wacht. Ich habe gerade an seinen UA-Gear. Muss jetzt mal seine Gravursteine farmen. Wird ein bisschen dauern. Weil man sieht, das ist sein, wird sein Gear. Leben Defense. Denn er will hohe Kampfklasse haben, wie seiner hier, seine einzige Fähigkeit. Verringert verteidigungsbezogene Werte feindlicher Helden mit einer Kampfklasse niedriger als die des Helden um 40% für 3 Runden. Also mu muss Ludusiel mehr Kampfklasse haben als sein Gegner, sonst aktiviert sich seine Fähigkeit nicht. Was schade ist, weil 40% weniger verteidigungsbezogene Werte ist schon stark. So, seine erste Karte, Single Target, also greift ein Feind an, macht guten Damage auf Rang 3, kann er einen One-Shotten. Gerade wenn seine Passiv sich aktiviert. Seine zweite Karte, sehr gut gegen Gotteslist Schild. Weil macht zerreißen zweifachen Schaden gegen gestärkte Feinde und das ist halt das Schild. Ulti, ja, meines Leuna leider nur 1,6. Ist auch ein bisschen blöd. Naja, so mal machen. So 53% Damage allen Gegnern und wir bekommen eine Barriere in Höhe von 20% des Angriffs. So eine Grazie ist, wenn wir einen mit ihm verlinken, kann der Held dann für 2 Runden nicht versteinert, eingefroren oder betäubt werden. Oh, ich habe was vergessen. Ich habe noch vergessen, seine Kostüme zu zeigen. Weil Kostüme ist bei ihnen auch sehr wichtig. Auf jeden Fall bei ihnen werde ich alle Kostüme holen später und alle Kostüme Max machen. Man sieht, ja, ein paar habe ich schon Max. Mal gucken, ob wir auch im normalen Modus mehr Kampfklasse haben dann. Aber ich mal, und wir suchen dann einfach damit Lost Vayne, sie wegzuklatschen. Tamiel und Escarosa. Haben wir mehr, aber das ist ganz gut gerade. Wir haben immer mehr. Erstmal hier, Escarosa, du gehst ja nicht mehr auf den Keks. Weg mit dir. Gibt's jetzt schon? Ja, gut. Man greift jetzt an. Ah, Tamiel. Okay. Guck mal, da ist doch schon mal sein Estarosa weg. Was machst du jetzt noch? Wollen wir jetzt die Ulti entfernen? Okay, er will selbst jetzt gleich ulten. Entfernen Sie mal. Oh, danke, dass du mich gegründet hast. Komm, wir müssen ihn, glaube. So, schaffen wir ihn jetzt zu töten ganz schnell. Also, nächste Runde wirst du nicht ulten können. Aui, bam! Und das Team in Elite-Modus. Ja. Würde bestimmt echt reinhauen. Komm mal. Können wir ulten? Oder wollen wir ulten? Double Ludusiel macht den Rest. Komm. Kann er auch was machen? Ja, wir wollten nicht. Sehr mal ein Ludusiel Showcase. Also kann er mal was machen. Hier, töte ihn jetzt. Boom. Oh. Mehr als wir. Oh Gott, der ist ja rissig auf. Oh, es könnte schwer werden jetzt. Die rote Jericho. Was wirst du jetzt machen? Willst du jemand einfrieren? Oder mit Tamil. Okay. Wer wird jetzt eingefroren? Bestimmt Lost Vayne. Ja. War klar, aber können wir sie vielleicht gleich one-shotten? Er hat kein Schild gemacht mit Tamil. Was ist besser? Zweimal Rang 2 oder gleich Rang 3? Ich glaube, wir machen zweimal Rang 2. Ja, komm, es ist schon mal weg.
Ja, da ist deine Jericho tot. Da ist immer noch eingefroren, das ist echt nervig. Leider können wir. Gott, nee, der wird gleich ulten. Ja, okay, war klar. Das war so klar, dass du das machst. So, hier bräuchten wir nichts. Okay, mach ich das einfach mal weg. Aua. So viel Schaden kriegen wir jetzt ab. Ah, Lost Vane ist jetzt tot. Das ist jetzt blöd. Ja, aber ich glaube, ich lasse das drin. Das schneide ich nicht weg. War ganz okay. Auswärts, glaube ich, verloren. Ja, wow. Der müsste 6-6 sein, seiner. Nee, habe ich keine Schnitte mehr. Kann ich aufgeben. Ah, lasse ich drin. War gut. Kommt jetzt. Oh, komplettes Archangel-Team. Ha. Oh ja. Ah, Gotteslist. Keiner mag Gotteslist. Oh, das weiß er bestimmt. Oder sie. Carrying gleich in der ersten Runde. Ach nein. Viel zu wenig Damage. Da war ja nix. Ja, das wird jetzt richtig Aua machen. Okay, Lost Vane wird jetzt betäubt. Natürlich, okay, wir haben Lodusiel. Und er fällt meine Kugel. Oh, danke fürs Quitten. Danke, nochmal. Es ist ja richtig nett von dir. Komm, weg damit. Wir machen zweimal das hier. Guck mal, Schild ist schon fast komplett weg. Vielleicht schaffen wir ihn jetzt zu töten. Ja, und jetzt nochmal. Los. Hau ihn nochmal weg. Ja, gut. Zariel ist weg. Och, noch Lost Vane als Backup. Warum tust du mir das an? Was macht er das? Kannst du betäuben? Okay, noch nicht. Ulten wir jetzt oder machen wir zweimal erstmal das und dann ulten? Ich glaube, wir ulten erstmal, wa? Komm, ulten. Und so. Ich hoffe, wir machen jetzt genug Schaden. Okay, wir hauen gleich alle weg. Ist doch gleich auch gut. Ja, Standard-Team wieder. Was ich bitte auf jeden Fall mal testen will, ist, wenn Lodusiel Oaki hat, ihn mit dem blauen Seltriss. Ob er später dann Sivorn einfach one-shotten kann. Das wäre lustig. Du. Ja, natürlich wird er gekötet, Lost Vane. Kötet euer Gausser auch immer so oft, Lost Vane? Ist auch wenn er grün ist, ey. Ah, ist immer betäubt. Ja, wir haben eigentlich, ja, Hand ist okay. Achso, Schild, ja, können wir weghauen. Kannst du betäuben? Danke. Okay, greift alle an. Oh, so viel Bank-Ups, das ist schön. Hm, machen wir, glaube ich, wir machen zweimal AOE. Komm los, Lost Vane. Ja. Und jetzt die Beine. Zack und ja, yeah, Sieg für uns. Was denn jetzt? Hast du Merlin als Backup?
So, guck mal. Mach so viel Schilde, wie du willst. Kannst auch Lost Vein jetzt betäuben. Du bist jetzt tot. Es sollte auf jeden Fall reichen. Hoffen wir nicht. Komm, ja. Und hau sie weg, Ludusiel. Was machst du noch? Wie lange sind wir eigentlich betäubt? Ich hoffe, nächste Runde nicht mehr. Ja, greif an. Ah, immer noch betäubt. Ah, warum? Aber wir sollten nicht ulten. Wir haben nächste Runde bist du tot. Gib doch einfach auf. Hier, komm, wir ulten einfach weg. Komm einfach weg, ulten. So, gewonnen. Ich glaube, diesmal hauen wir erstmal Lost Vein weg. Du stirbst bitte als erstes. Ich glaube, du stirbst doch jetzt. Los, Lost Vein, hau ihn weg. Ah, könnte knapp werden. Natürlich machst du, quittest du nicht. Hey, Spiel! Ah, jetzt gibt's Haue. Warum hast du nicht gequittet? Aua. Aber trotzdem. Könnten wir noch schaffen. So, machen wir. Reicht einmal Rang 2? Ich hoffe doch. Ich will es einfach mal gucken, ob es so reicht. So, Ludusiel! Go! Ja, und jetzt Rang 3. Komm, hau die den auch gleich weg. Okay. Ja, das ist unser Mann hier. Das war doch schön. Und das gleiche ist nur noch Escanor da. Danke, dass du gequittet hast. Du bist gleich mal weg, mein Freundchen. Du machst ja nämlich nix. Okay, Escanor ist auch gleich weg. Wird schon weg? Ja. Ultra Steam? Nee, aber trotzdem nervig. Wir machen es trotzdem, er soll mich nicht ulten. Ich habe auch kein Kampfessen mehr. Muss ich heute wieder farmen gehen. Komm, greifen wir dich an. Ja, komm. Hör doch ein einziges Mal auf zu quitten, Ghoster. Bitte. Weißt du, wir bräuchten so als Counterhelden? Ich habe später noch ein anderes Spiel, das ist auch, war auch die scheiße Wiederbelebungsmeter, die so nervig war. Und da gab es dann später einen Helden, denn immer wenn ein Held wiederbelebt wird, bekommen wir dann ein Schild, ein extrem starkes Schild, wo die nicht durchkommen. Das war hier eigentlich auch gut. Wenn Gotteslist jemand wiederbelebt, dass wir dafür ein richtig starkes Schild kriegen, also ein richtig starkes Schild. Das wäre doch gut. Komm, du bist auf jeden Fall jetzt tot. Tschüssi, Lost Vein. Ich liebe einfach Ludusiels Passivfähigkeit. Die ist so gut. Was machst du denn jetzt? Nix. Oh. Na komm, betäube mal. Komm, los, betäube oder mach ein Schild. Ja, betäuben. Oh, ich glaube, wir haben jetzt verloren.
macht auch noch ein Schild. Oh ja, ist ja süß. Auch wenn er jetzt ulten sollte, stört uns nicht. Du bist auf jeden Fall tot. Ausgabe weg mit Schild. Ja, komm. Jetzt kritten. Ja, danke schön. Komm, gib auf. Ich hab's, glaube ich, schon aufgegeben. Er macht nämlich nichts mehr. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde gleich ulten. Nein. Mama, ich habe Angst. Ja, einfach weg. Bam. Auf Wiedersehen. Es ist Zeit zu gehen. So, Leute, wie ihr gesehen habt, ist Ludusiel ein echt superklasse Held. Bei den meisten Tierlistens ist er eher auf S-Tier. Und meistens sogar A-Tier, was ich nicht verstehe. Für mich ist er ein SS-Tier, also wirklich sehr stark. Aber er müsste auf jeden Fall mehr Kampfklasse haben als sein Gegner. Weil ohne seine Fähigkeit, ja, dann wird er vielleicht S-Tier sein. Aber mit seiner Fähigkeit auf jeden Fall ganz weit oben. So, Leute. Dann würde ich sagen, das war's jetzt auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert, wenn ihr es nicht gemacht habt. Freut mich immer. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und habt noch einen schönen Tag.